das? Na, weil du spielst ja Bass, also... Oh, danke, danke. Ich leg ihn mal darüber. Hi, also... Ich hab hier so eine Bürgerkriegsdoku. Naja, ist, glaube ich, sowieso deine. Ich geb sie dir zurück. Danke. Und ich hab dir das mitgebracht, zwei siamesische Kampffische. Sie spielen gerne miteinander, also dachte ich mir, du kriegst zwei. Ja, schon ein Wunder, dass ich noch am Leben bin, oder? Ich meine, ich frag mich, ob ich es überhaupt verdient habe, noch hier zu sein. Okay. Oh, es ist alles meine Schuld. Ich hab das Mörderbike gefahren. Ich sollte da liegen. Am Leben mit all den Geschenken. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, Scheiße. Tut mir leid. Ich wäre fast gestorben, wie es aussieht. Da habe ich angefangen nachzudenken. Ich muss doch da draußen wohl noch mehr geben als das Leben, wie wir es kennen. Ich glaube, ich sollte religiös werden. Es scheint, als ob William Murderface die Religion entdeckt hat. Das ist ein düsteres Zeichen. Ich habe es befürchtet. Ja. Wenn ein Prominenter sich der Religion zuwendet, besteht die Gefahr, dass er unvorstellbar mächtig werden kann und seine Fans werden dadurch noch fanatischer. Jetzt ist der Moment gekommen. Wir müssen eingreifen und sie ein für alle Mal außer Gefecht setzen. Mr. Celestia, ich präsentiere Ihnen einige Pläne. Sie arbeiten für mich, General, und Ihre Aufgabe ist das Beschaffen von Informationen, sonst nichts. Das ist doch absurd. Das reicht jetzt, General. Sie sollten mich lieber nicht herausfordern. Und? Was haben Sie? Nicht viel. Ich bin misstrauisch. Es gibt kaum Informationen über ihn. Er ist wie ein Geist. Er taucht immer wieder in meinen Träumen auf und spricht in einer altertümlichen Sprache, die ich nicht verstehe. Aber ich glaube, er will mir sagen, dass ich sterben werde. Ich traue ihm nicht. Und Sie wohl auch nicht. Ich muss wissen, ob ich in Ihnen und der Kirche einen Verbündeten habe, falls diese Operation außer Kontrolle gerät. Ja, haben Sie. Religion. Religion. Das ist doch Schwachsinn. Weiß er nicht, dass es sowas wie Religion gar nicht gibt? Du meinst, es gibt keinen Gott. Religion gibt es schon. Hast du Beweise? Sowas wie ein Wunder oder irgendein Zeichen? Guck mal, da ist die Bibel. Wow. Vielleicht sollte ich mein ganzes Leben nochmal überdenken. Jungs, ich muss herausfinden, welche Religion für mich, für den da drin die richtige ist. Und ich schaff das nicht allein. Ich bin begleitet.